Wir wollen uns heute unterhalten über eine Methode, eine Heilmethode, die heißt IHHT. Ich habe Florian Lauinger bei mir. Er kennt sich aus mit dieser Methode, die wir hier bei Wise Medicine auch anwenden. Florian, kannst du unseren Zuhörern mal erklären, diese vier Buchstaben, IHHT, wofür stehen die? Intervallhypoxie-Hyperoxid-Training. Okay. Heißt es, kurz gesagt. Also unter Sauerstoff und Übersauerstoff bietet man an in Intervallen. Ist das eine wissenschaftliche Methode oder ist das so eine Feldwaldwiesen-Methode? Ja. Es kommt aus der die Astronauten und so weiter wurden damals, wenn was passiert im Weltraum, wirklich versucht zu trainieren, falls etwas geschieht, raschest auf Untersauerstoffverhältnisse mit ihrem Körper bis in die Zelle hinein reagibel zu werden. Das kann man trainieren, indem man die Mitochondrien trainiert. Es ist wirklich eine Wissenschaft, weil es ist inzwischen auch wissenschaftlich belegt mit dem Nobelpreis und so weiter, mit dem Erythropoietin, was gebildet wird durch Untersauerstoff. Also es ist schon wirklich offiziell glasklar und 100%, wenn ich einen Untersauerstoff habe, reagiert der Körper, ganz klar. Eben, du hast es schon angesprochen, diese Methode hat den Medizin-Nobelpreis bekommen, 2019. Warum ist es denn nicht so bekannt bei den Ärzten? Alles, was neu ist, musst du erleiden und erdulden. Es ist ein Riesenblock. Also ich verstehe es letzten Endes auch überhaupt nicht, weil es eben nichts mit Bio oder irgendwelchen Verwürfnissen zu tun haben könnte, weil ich einfach nur auf den Berg hochgehe und wieder runtergehe und der Körper eindeutig, und zwar messbar, im Blut messbar, mit der Dicke des Blutes, weiß jeder, reagiert. Aber alles, was da so reinkommt in diesen Wissenschaftsgeschehen, in dieses Wissenschaftsgeschehen, und es ist mühsam. Und wenn es jemand nicht erfunden hat, der den Benefit davon trägt, dann wird es erstmal nun mal in dieser Welt ein bisschen schwieriger. Das ist allgemein bekannt. Klar, es gäbe ja noch andere Beispiele, oder? Jo. Die Heilpflanze Artemisia hat auch den Nobelpreis bekommen, oder? Und ein paar Jahre später wird sie bekämpft von fast den gleichen Leuten. Es ist unglaublich. Das ist unsere moderne Medizin. Genau. Aber jetzt zurück zum IHHT. Also wir nehmen den Menschen Sauerstoff weg. Das ist doch hochgefährlich. Wir brauchen doch Sauerstoff. Wie kann das jetzt eine Heilmethode sein? Es ist, wie gesagt, eine Reiztherapie und es ist überhaupt nicht gefährlich, weil es eben in kurzen Abständen sich vollzieht, das dem Körper so nicht schaden kann. Man hat Absicherungssysteme in dem Gerät, das dann den Safety Cut, also die Sicherheit gewährleistet, dass wirklich nichts geschehen kann. Allerdings ist eben wirklich dieser Untersauerstoff ein Reiz für die körperlichen Regulatorien, sofort, wenn Sauerstoff mangelt, einzuspringen mit einer Gegenregulation. Und dieser Reiz ist genau das Training, was bis in die Zelle hinein letzten Endes dann zu einem Training führt, rascher auf diese Unterschiede zwischen Über- und Untersauerstoff zu reagieren, sei es eine Grippe, sei es eine Durchblutungsstörung, der Körper muss reagieren, sei es ein Bakterium, wo das Fieberzentrum gleich angeht, sei es Luftnot oder sonst was durch Asthma oder andere Dinge. Ich muss sofort gegenregulieren und das künstlich mit Bedacht in einem trainierten, hochqualifizierten Schema anzubieten, ist natürlich bis in die Wissenschaft, bis in die Auszählung oder in die Registrierung der mitochondrialen Tätigkeit, die Kraftwerke der Zelle sind, wirklich nachvollziehbar und messbar. Also du sagst, wir durch das Gerät reduzieren wir den Sauerstoff und der Körper reagiert jetzt darauf. Genau. Reagiert er denn immer positiv? Seine Alarmglocken gehen an, um diesem Untersauerstoff entgegenzusteuern. Und das macht den Körper letzten Endes, trainiert ihn zur Wachheit gegenzuregulieren und sich daran zu erkraften, wie wenn ich immer im kalten Wasser schwimmen gehe oder im Eis oder was auch immer. Ich trainiere diese Pseudo-Extremsituation,
um mit meinem Körper dadurch rascher reagieren zu können und fitter zu werden in jeglichen Schwankungen, die im Leben täglich vorhanden sind. Man hört ja oft eben dieses IHHT, das sei ein Höhentraining. Was ist denn der Unterschied? Ich meine, da kann ich ja ins Engadin gehen für ein paar Tage und dann habe ich doch den gleichen Effekt. Oder wenn doch nicht? Wenn mich mein Hubschrauber so schnell wie in dieser IHT-Training hoch und runter fahren würde, dann würde das hinhauen. Aber so bin ich eben nur in dem Sauerstoffpartialdruck niedrigen Gebiet. Mach meine Erythrozyten, weil Sauerstoffmangel da ist, verdicke das Blut da oben, aber ich habe nicht die Belohnung des Übersauerstoffs dabei. Der fehlt da oben. Und das macht eben diese Schwankung, macht diesen Reiz aus des Trainings. Das ist das Training letzten Endes. Ja. Und das, man müsste selbst mit Sauerstoff da oben, ja, wenn man dann kurz mal in der Höhe in Sauerstoff, es ist nicht nachvollziehbar, glaube ich, da oben das so sauber hinzukriegen wie mit dem Gerät, mit einer Maske. Ja. Das klappt nicht so einfach da oben. Es geht ja es sind nur wenige Minuten, oder, wo man zu wenig Sauerstoff hat, nicht halben Tag, sonst würde man das ja nicht überleben. Ja, genau. Jetzt hast du vorhin erwähnt, diese Mitochondrien, da drin spielt offenbar die Musik. Ja. Kannst du den Zuschauern mal erklären, was ein Mitochondrium ist? Jede Zelle im Körper, jede Zelle hat Organellen, Organe. Ja. So wie der Körper Organe hat, hat die Zelle eben auch ihre Organe. Und eines dieser Organe ist das Kraftbollwerk, die Energie herstellen, ATP. Die können auch krank werden. Die werden alt, leisten nicht mehr so viel und leisten dann auch nicht mehr so viel ATP und ich kriege Ermüdungserscheinungen, ob das im Gelenk, im Knochen, im irgendwas ist oder insgesamt in meinem. Ohne Mitochondrien könnten wir nicht leben. Ich brauche diese Energie und so altern die Menschen. Und das ist eben jetzt genau der Reiz, dass da mit dem IHHT wirklich... Also heißt das, ich altere langsamer? Ich kann die alten Mitochondrien schaffen es nicht, diesem Stress des Intervall-Hypoxie-Hypoxie-Trainings standzuhalten. Sie zergehen, müssen abgeräumt werden. Deswegen muss ich es ein paar Mal machen, bis die alle abgeräumt werden, die alten. Mhm. Und gleichzeitig bilden sich neue, funktionstüchtigere. Ja. Und dadurch kann ich wirklich die Systeme in ihren Machenschaften jünger halten und funktionstüchtiger halten und habe natürlich viel mehr Leistung. Der Mensch merkt nach ein paar IHT, dass seine Leistungsstrecke nicht so viel Puste braucht er als vorher. Das bestätigt jeder Sportler. Ist das denn nur für Sportler und Leute, die leisten wollen? Nein. Haben mir dann erzählt, ich sehe meinen Spaziergang, den schaffe ich jetzt in einer halben Zeit und bin noch nicht einmal aus der Puste. Also es ist dann schon so, wirklich. Jedermann könnte diese Methode für sich in Anspruch nehmen. Jeder. Aber zu dir kommen ja Patienten mit Krankheiten, oder? Bei welchen Krankheiten empfiehlst du dann diese IHHT-Behandlung? Das ist genau der Knackpunkt. Ich kann es jedem anbieten und so weiter, aber ich muss schauen, ist er fähig, das, was erst zunächst einmal als alter Schrott anfällt, kann er das ausscheiden? Das ist, finde ich, sehr wichtig, dass man eben, wenn ich ein völlig, eigentlich ist es gegen Müdigkeitssyndrom, ja, also ich werde auf jeden Fall nachher einen Benefit von haben, von Chronic Fatigue, Post-Covid und was auch immer für metabolische Syndrome und Asthma, COPD und was es alles gibt, ich kann es wirklich jedem anbieten, weil ich Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, ich schaffe Energie, ich schaffe dem Körper die Möglichkeit, in seinen ATPasen wirklich wieder zu funktionieren. Wenn er aber, und das muss eben in der Anamnese, in einer Untersuchung, in einem wirklich sorgfältig abgewägten Rahmen so individuell angegangen werden, dass ich sage, Mensch, bist du fähig, noch mehr Schrott rauszukriegen? Kriegst du überhaupt mit deinem Ausscheidungssystem, würdest du das schaffen, wenn die erste Flut von abgebauten Mitochondrien anfällt, würdest du das hinkriegen, das rauszukriegen. Sonst öffne ich dir kurz deine Ausscheidungsorgane und dann hast du einen großen Benefit und bist nachhaltiger. Und das ist, deswegen sage ich nicht bei jedem sofort, sondern bei jedem, der so zubereitet und so stabil ist, ein normaler junger Mensch und Sportler und dralala, das ist für den höchste Wonne. So, ja, würde ich rangehen, dass ich nicht jedem das gleich überziehe, sondern ihn sorgfältig abklopfe,
packst du das, packt dein Körper das, bereite ich zu und dann kann ich es jedem anbieten, wenn er das schafft, das rauszuschauen. Du hast gesagt, nach dieser Methode müssen die Ausscheidungsorgane aktiv werden. Ja. Also da entsteht da Giftstoffe, die jetzt ausgeschieden werden müssen. Nein, aber wir sind ja verstopft schon. Da sind wir wieder beim Interstitium, da sind wir wieder bei den ganzen Mikrozirkulationen, da sind wir bei dem ganzen festen Integument, da sind wir bei den Giftstoffen, bei den Toxinen von Viren, von Schwermetallen, von Xenoestrogenen, von allen möglichen Dingen, die der Mensch tagtäglich ausgesetzt ist. Das heißt, ich muss ihm die Möglichkeit geben, dieses Ausscheidungsorgan so nutzen zu können, dass er nicht zu sehr in die Last fällt, während er sich zubereitet für den Trainingseffekt. Ich muss einfach das Milieu vorbereiten, damit er den Trainingsbenefit nachhaltig macht. Ja. Und dann kann er das bis zu seinem Lebensende wirklich auskosten. Long-term. Es ist wirklich schön dann. Wie oft soll man das machen? Also das könnte man über Monate hinziehen. Endlos. Ja. Endlos. Bis der erste alte Apparat abgebaut ist, habe ich meine neuen. Und es bilden sich immer wieder neue. Ich füttere es wirklich so und kann dementsprechend dann meine Gehstrecke so leicht bewältigen, dass es eben spielerisch Langzeit erhalten, in größeren Abständen dann gemacht wird. Also 2-3 Mal die Woche, bis der erste Schub von alten Mitochondrien abgebaut ist. Und dann kann man Erhaltungsdosen machen, je nachdem, was für ein Trainingseffekt, was man im Alltag, was man haben möchte, kann man das dann fortführen. Gut, aber jetzt 2-3 Mal pro Woche, meine, die Therapie dauert eine gute Stunde und das ist ja ein Riesenaufwand. Also das wird ja kaum jemand dauernd durchführen können. Also macht es auch Sinn, zum Beispiel jährlich eine Kur? Genau. Könnte man Beispiel, auch machen. Dass man sagt, Frühjahr und Herbst ist sowieso Frühjahrsputzzeit, wo Darm und Leber und alles mal kurz entgiftet wird, wie die Hausfrau ihr Haus in Ordnung bringt, sodass man im Sommer und Winter Party machen kann, ist eigentlich das Optimum. So halte ich langzeitmäßig alles jung und gesund. Ja. Ja. So, hast du da einen Jungbrunnen entdeckt? Ich nicht, ganz sicher. Aber die dort, und das ist ja schon uralt, diese Sache. Früher hat man die Leute in Schläuche reinatmen lassen, um an die Hypoxie dran zu kommen. Also es ist ja wirklich entwickelt worden. Und es ist auf jeden Fall Mitochondrien, Mensch. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Basis, wenn die Nährstoffe dann auch den Mitochondrien als Werkzeug zur Verfügung gestellt werden wieder. Denn ich brauche mehr Grundumsatz und verdaue und muss an diese feinen biochemischen Strukturen rankommen mit den Orthomolekularsubstanzen, sonst hinkt es nach und er kriegt es nicht so schnell, wie es abgebaut wird, kriegt das vielleicht nicht so schnell aufgebaut, wie einer, der trainiert, der kriegt seine Durchblutung an den Muskeln nicht und zerrt sich schneller, weil die nicht nachgekommen sind, weil ich mein Ding aufgepumpt habe. Ja. So ähnlich kann man sich das vorstellen, sodass man sagen kann, gib ihm ein bisschen Futter, wenn er es braucht, kann man ja alles messen. Alles messen. Ja. Gib ihm ein bisschen auch, falls es nötig ist, ein bisschen Nahrung, damit er da mit diesen mitochondrialen Umsätzen zurechtkommt. Wenn wir jetzt Bilanz ziehen über diese Methode, dann würdest du das jedem empfehlen? Ja. Und deine Erfahrungen sind? Echt. Echt gut. Echt glasklar, Herr Lauinger. Hm. Ich kann die Gehstrecke in der halben Zeit, ohne aus der Puste zu sein. Ja. Wenn ich es richtig aufgezogen habe, eindeutig kann ich ihm das machen. Das ist so. Das ist Mechanik oder das ist nachweisbar. Ja. Gut, Florian, vielen Dank für deine Ausführungen. Sehr gerne. Sehr gerne.